ja, man ist wieder aufgeregt, man hat wieder Adrenalin und das hat wahnsinnig gefehlt. Hat in den Finger ein bisschen gekribbelt, jetzt mitzuwerfen hier. Und ja, ich freue mich jetzt, dass es jetzt wieder anläuft. Schluss mit Corona-Frust, denn jetzt geht es endlich wieder los. Auch wenn die Athletinnen und Athleten die Zeit der Regeneration bei ihren Familien genossen haben, heißt es jetzt wieder Vollgas geben. Es wusste ja niemand, ob noch Wettkämpfe stattfinden. Am Anfang wusste ja auch noch niemand, was mit Olympia passiert. Und ich glaube, das war das Frustrierendste an der ganzen Situation. Nach 3 Monaten sieht die Welt aber schon ganz anders aus. Zwar wurden die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben, doch nun ruft endlich der erste Trainingswettkampf. Und man hat eigentlich wieder ein Ziel vor Augen. Ja, die Ziellosigkeit war eigentlich so das Hauptproblem. Es ist die erste Beweisprobe für die deutschen Speerwerferinnen und Speerwerfer. In Potsdam, Offenburg und Erfurt lieferten sich diese am vergangenen Freitag ein packendes Fernduell. Mit dabei war auch U23-Europameisterin Annika-Marie Fuchs vom SC Potsdam. Ja, also ich habe halt während des Wettkampfs versucht, meinen Anlauf zu verbessern. Ich kam halt die ersten 5 Versuche gar nicht hin. Und dementsprechend waren die Weiten dann halt auch nicht gut. Mit einer Weite von 53,50 Meter konnte sie leider nicht die gewünschte 60-Meter-Marke knacken. Lea Wipper aus Leipzig warf mit 55 Metern am weitesten bei den Damen. Auch für Favoriten Bernhard Seifert lief der Wettkampf etwas anders als geplant. Wegen einer Blinddarm-OP konnte er leider nicht teilnehmen, saß stattdessen aber im Schiedsgericht. Deswegen sehe ich das alles ganz entspannt und bereite mich dann ganz normal wieder vor. Und ob ich Wettkämpfe dieses Jahr noch mache, das werden wir dann einfach spontan sehen, wenn man so sagen will. Bester Werfer wurde Wilhelm Papproth von der LG Prignitz mit 68,42 Meter. Aber der nächste Wettkampf lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten. Bereits im August sollen die deutschen Meisterschaften in Braunschweig stattfinden. Und diese sind jetzt schon sehr vielversprechend. Mit neuer Kraft, Motivation und Eifer geht es zurück in die Wettkampfsaison und der Corona-Frust scheint vollkommen vergessen. Ja, wir schauen einfach, bereiten vor. Und deswegen, eigentlich kann man dieses Jahr noch eine Menge erwarten. Nehmen das sozusagen mit als Vorbereitung auch für nächstes Jahr.